Hier war ich schon einmal. Jetzt ist es versperrt. Aber das letzte Mal war es offen. Du darfst da nicht hinein, warnte sein kleiner Bruder. Hör zu, du Dummkopf. Ich gehe jetzt. Und du wartest gefälligst auf mich. Billy verschwand hinter dem Paravent. Billy, tu das nicht, schrie der Kleine, vernahm aber anstatt einer Antwort nur das Geräusch sich rasch entfernender Schritte. Billy war fort. Eine alte Metalltür an einer Wand des Ganges stand einen Spalt weit offen. Der Kleine ging darauf zu und spähte hinein. Er sah den obersten Absatz einer nach unten führenden Wendeltreppe. Und ein seltsamer Geruch ließ ihn die Nase rümpfen. Billy, rief der Kleine. Billy, komm wieder rauf, bitte. Das Kind schniefte, dann hielt es sich am Treppengeländer fest und stieg langsam hinab in die Finsternis. Douglas Preston und Lincoln Child. Gelesen von Thomas Pieper.